Die dritte Runde für heute. Einen arbeitsreichen Tag. Eigentlich nur in der Sehnsucht, etwas auszudrücken, was uns Menschen in unserer Existenz am meisten belastet, ist das Leiden. Wir leiden in all seinen Formen. Wenn wir zum Beispiel Menschen haben, die krebskrank sind, dann hängt ihre Hoffnung darin, dass sie ihre Krebserkrankung überwinden. Wenn Eltern Kinder haben, die schwer krank sind, verzweifeln sie und wünschen sich einen Weg zu finden, dass die Kinder gesunden. Wir haben Angst, unseren Arbeitsplatz zu verlieren. Wir haben Angst, unseren Partner, unsere Kinder zu verlieren. Wir leben ständig in einer Situation von Angst. Wir genießen die kurzen Zeiten, die Zwischenräume, wo wir gerade keine Angst, kein Leiden haben, das vordergründig wahrnehmbar ist, aber eben latent unter unserem Teppich lagert die ganze und lauert die ganze Zeit irgendwelche Ursachen von Leiden. Wir sind verzweifelt, wir wissen nicht, was wir tun können. Wir würden in Anführungsstriche alles dafür geben, dass wir nicht mehr leiden. Und und dann passiert es, uns erscheint etwas, was all unsere Probleme, die wir seit anfangsloser Zeit haben, lösen könnten. Und dann verweigern wir uns dieser Möglichkeit. Wir reagieren, wie wir mit allem darauf reagieren, wie mir mal meine Schwester, also eine meiner Schwestern, sagte, also sie mochte keine Frauen, Blondinenfrauen, weil die Blondinen, die sie kennengelernt hatten, hatten sie eben extrem verletzt. Also so hatte sie, als sie eine meiner Partnerinnen begegnete, die eben blonde Haare hatte, hatte sie am Anfang ihr gegenüber eine furchtbar kalte Schulter gezeigt. Also sie war meiner Partnerin gegenüber sehr, sehr unfreundlich. Und meine Partnerin hat dann alles daran gesetzt, mit ihrem Herzlichkeit und liebend und gütigem Verhalten eine Situation zu schaffen, dass sich meine Schwester dieser Freundlichkeit nicht entziehen konnte. Das Eis ist dann gebrochen und die beiden hatten dann in der kurzen Zeit, in der sie sich dann manchmal begegnet sind, einen Austausch gehabt, wo man sagen kann, beide haben von diesem Austausch profitiert. Beide haben sich dann auch diese Zeit dann dort gemocht. Und sie hatte aber vorher, hatte meine Schwester die feste Vorstellung, Blondinen quasi, die sie kennengelernt hatten, die fand sie eben scheiße. Und so fand sie eben auch meine Freundin dann eben am Anfang ziemlich übel. Und das hat man eben auch gemerkt. Und sie hat es dann verändert, als sie dann feststellte, dass es nicht so ist. Es ist interessant, wie oft wir im Leben eine Position von irgendetwas einnehmen und dann auf einmal diese Position über den Haufen werfen. Und auch da machen wir das Ganze nur in dem Grade, in dem wir einen Sinn und Nutzen darin sehen. Hören wir bei uns im Westen, was die Lehre des Buddhas ist, dann das Erste, was uns in den Kopf kommt, ist Religion. Das Zweite ist vielleicht Wiedergeburt. Das Dritte der Dalai Lama oder das Erste der Dalai Lama. Dann denken wir über Buddhismus nach und dann hören wir etwas von Wiedergeburt. Dann hören wir der 14. Dalai Lama, also 14 Mal ist da wohl jemand wiedergeboren worden oder die Leute glauben, dass diese Person die Wiedergeburt ist vom 13. Dalai Lama und die Wiedergeburt vom 12. Dalai Lama und so weiter, rückwärtsgehend bis zum 1. Dalai Lama. Es geht gar nicht darum, ob jetzt tatsächlich diese einzelnen Wiedergeburten, wie sie vom Dalai Lama beschrieben worden sind, ob es dann wirklich diese Kontinuität ist oder ob man posthum ist dann so gesagt worden, dass dann diese oder jene Inkarnation
dann dem Dalai Lama zugerechnet wurden. Das ist jetzt nicht relevant. Relevant ist nur, dass wir da, ne, wir nehmen das hin, dass in der Zeitung steht, der 14. Dalai Lama. Dass es die Wiedergeburt von ihm gibt, an dem Beispiel des Filmes Kundun, wo eben die Auffindung der Wiedergeburt des Dalai Lamas quasi darin beschrieben wird, wie er gefunden wurde. Also nicht so ein komischer Film wie 7 Jahre Tibet mit Heinrich Harrer, ne, wo Heinrich Harrer einen extrem denkt, dass er eine ganz große Bedeutung im Leben des Dalai Lama hatte. Also in den Biografien wird er, soweit ich weiß, auch gar nicht erwähnt. Was nicht heißt, dass es schmal oder wenig ist, die Begegnung zwischen Heinrich Harrer, aber eben so, wie wir die Bedeutung davon kennen. Also durch diese Geschichten, dann auch durch Geschichten durch Alexandra David Neal, gibt es dann solche Sachen von Wiedergeburt. In Amerika selber gab es, und zwar durch Hypnose erzeugte Erinnerungen an frühere Leben. Das war in den 50er, 60er Jahren in Amerika ein dermaßener Hype in der Society, dass also ein ganz großes Interesse an Wiedergeburt bestanden hat, dass aber dann relativ schnell, dieses Feuer wurde relativ schnell durch die etablierten Kirchen quasi gelöscht. Ne? Das Interesse ist sehr schnell darin verschwunden. Die Leute, die über Wiedergeburt nachdenken oder so, ne? Dann heißt das immer so, zum Beispiel, na natürlich, wenn ich sterbe, werde ich als Mensch wiedergeboren. Oder wenn ich etwas war, dann war ich im letzten Leben irgendetwas Besonderes. Und wir spinnen uns zu unserem jetzigen Ego, was wir jetzt schon haben, noch schöne Egos aus früheren Leben. Es ist fast so wie mit dem Zigarettenrauchen. Jeder weiß, dass das Zigarettenrauchen sehr schädlich ist. Und es hat ewig gedauert, bis da Konsequenzen in der Gesellschaft rausgezogen wurden, was eigentlich Rauchen bedeutet. Ja, fast unmöglich scheint es, dass aus der Vorstellung, was es bedeutet, dass es Wiedergeburt gibt, nicht, dass man daran glaubt, sondern die Situation, dass es Wiedergeburt wirklich gibt, wie wenige Leute aus diesem Verständnis, dass es Wiedergeburt gibt, Konsequenzen ziehen. Wenn es also Wiedergeburt gibt, wenn uns das klar ist, und wirklich für wahr, das ist also wirklich extrem wichtig, wenn wir meinen, dass wir Zuflucht zur Lehre des Buddhas nehmen können und dürfen wir den Fakt der Wiedergeburt nicht leugnen. Ich muss es genau sogar so ausdrücken, wir haben nicht das geringste Recht, Wiedergeburt zu leugnen. Wir haben nicht das Recht, an Wiedergeburt zu glauben. Das wäre so, als wenn wir denken würden, es wäre vollkommen in Ordnung, dass wir, wenn unsere Kinder uns zu teuer werden, sie einfach ermorden. So brutal, so widersinnig ist es auch, wenn wir auf der einen Seite vorgeben, an die Wiedergeburt zu glauben, darin Vertrauen zu haben und keine Konsequenzen daraus zu ziehen. Denn wenn wir wiedergeboren werden, dann muss da heraus eine Konsequenz entstehen. Wenn keine Konsequenzen daraus entstehen, dann ist es noch schlimmer, als würden wir ein Kind töten. Denn es bedeutet, wir wissen eigentlich, wir könnten ganz viel Leid verhindern und wir rennen offenen Augens da rein, uns selbst und allen, die mit uns verbunden sind, größte Formen von Leid zuzufügen. Wie ist das zu verstehen? Also wenn wir wissen, dass es Wiedergeburt gibt
und wir dann uns nicht fragen, wie kann ich meine zukünftige Existenz bestimmen? Und ich dann nicht auf die Idee komme, meinen Geist zu schulen, dass ich in zukünftigen Leben zum Beispiel niemand mehr umbringe. Zum Beispiel das Kind. Also, dass ich einfach in zukünftigen Leben niemanden mehr töte. Wenn ich aber meinen Geist nicht schule, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir irgendwann auch wieder mal ein Massenmörder werden. Ein furchtbarer Feldherr. Es werden Situationen entstehen, wo wir uns selbst und anderen richtige Probleme machen. Und wir haben keine Probleme damit. Weil wir ja davon ausgehen, wir glauben nur an Wiedergeburt. Und wenn wir daran glauben, brauchen wir keine Konsequenzen ziehen. So wie der katholische Christ aus der Todsünde keine wirklichen Konsequenzen zieht. Und er geht auch davon aus, der Christ geht in der Regel davon aus, wenn er ins Gras beißt, dass er dann nicht in der Hölle landet. Vielleicht ein bisschen im Fegefeuer, aber da wird so ein bisschen an der Seele rumgeschrubbt, tut ein bisschen weh, aber dann ist er mit Feierabend. Aber nicht die ewige Verdammnis. Sie haben Vertrauen darin, dass Jesus daran denkt, er ist für sie am Kreuz gestorben und der nimmt die ganze Last der Sünden auf sich. Das ist so diese Vorstellung. Ein Mensch, der weiß, dass es Wiedergeburt gibt, und zieht keine Konsequenzen daraus, dann ist das Verhalten identisch mit einem Menschen, der an einem wunderbar schön gedeckten Tisch sitzt und gesehen hat, wie das ganze Essen gesalzen wurde mit Cyankali-Pulver. Es sieht wunderschön aus, das Essen. Und unsere Ignoranz und Gewohnheit bringt uns dazu, dass wir einfach dieses Essen essen. Wir töten uns. Was bedeutet dieses Töten? Das heißt, dass wir uns in die Unbewusstheit katapultieren. Das heißt, wenn wir sterben, spielt es überhaupt keine Rolle, ob wir wiedergeboren werden oder nicht, weil wir ja besinnungslos sind. Also wir sterben, wir sind besinnungslos. Und wo wir dann landen, wie hat jemand gesagt, und das hat mich wirklich zutiefst schockiert, ja, ich kann mich ja dann nicht daran erinnern, dass ich ein Mensch war und dass es mir mal gut gegangen ist. Sich vorzustellen, wie ignorant und schmerzhaft das ist. Als ich das gehört habe, es hat mir Tränen in die Augen getrieben. Denn das ist die Vorstellung, die wir im Westen leben. Einhergehend mit dem kostbaren Menschenkörper kann nur gehen das tiefe Verständnis davon, dass es Wiedergeburt gibt. Kann nur einhergehen, dass wir verstehen, dass jede leidvolle Handlung Leiden nach sich zieht und jede heilvolle Haltung Heilvolles nach sich zieht. Und das müssen wir überprüfen. Wir können das so sagen, denn, wie das so gerne, wie wir uns rausreden, wenn wir jemanden in der Familie umbringen, dann ist ein Esser weniger am Tisch. Und wenn ein Krieg stattgefunden hat, dann gibt es ja wieder neue Arbeitsplätze, können wir wieder aufbauen. Diese wirklich ziemlich irrigen Sichtweisen sind die irrigen Sichtweisen unseres Lebens. Die Wiedergeburt ist die Grundlage aller Wesen. Wenn sie sterben, werden sie wiedergeboren. Sie werden nicht wiedergeboren, weil sie gezwungen werden, wiedergeboren zu werden. Sie werden auch von keinem Schöpfer irgendwo hingetrieben, jetzt wird man endlich wiedergeboren. Sondern wir werden aufgrund unserer Unwissenheit über den Zustand unserer Existenz, der Zustand des ganzen Seins und aller Dinge, die wir wahrnehmen. Alles das, was wir um uns herum wahrnehmen, ist eine reine Illusion. Das ist das, was wir nicht erkennen können. Wir halten unsere Erscheinung, die Welt der Erscheinung, halten wir für real. Und dementsprechend verhalten wir uns. Deswegen sollten wir genau
so wie Padmasambhava Guru Rinpoche das gesagt hat, dass er, obwohl er einen so hohen Grad an Befreiung erlangt hat oder in einem so hohen Grad der Verwirklichung gewesen ist, dass er sagt, er achtet auf seine Handlungen fein wie Mehl. Man könnte sagen, das Handeln der Menschen im Westen mit dem Buddhismus ist ungefähr so, als würden wir die ganze Zeit mit riesigen Felsbrocken um uns herum werfen. Also unsere Handlungen sind grob, schlechtig, verletzend, tötend und bringt Elend über uns und über die vielen Menschen, die um uns herum sind. Wie können wir das verstehen? Das heißt, wenn wir, obwohl wir wissen, was die Ursachen des Leidens sind, obwohl wir wissen, dass es Wiedergeburt gibt, obwohl wir wissen, dass das ganz starke und verheerende Folgen hat, widmen wir unsere Zeit, unsere Existenz damit, andere Menschen von der Lehre des Buddhas abzubringen, andere Menschen von irrigen Sichtweisen über den Buddhismus in die Irre zu führen und haben überhaupt keine Skrupel. Wir haben ja noch nicht mal ein Wimpernzucken von Bereuen in uns, wenn wir so handeln. Ob das der Übersetzer ist vom Dalai Lama, der die Wiedergeburt einfach sagt, die gibt es nicht, oder eine Nonne eben erzählt, dass der Buddhismus eine Religion ist wie jede andere, da kannst du glauben, was du willst. Ob es so Leute sind, die quasi Kritiker von Politik quasi so stark in der Öffentlichkeit angreifen, dass sie damit eben auch dazu führen, dass Vertrauen in die Lehre des Buddhas verloren geht. Die Leute, die in der Vergangenheit sich entschieden haben, sich gegen einen Lehrer zu wenden, mit dem man 10 Jahre lang zusammen studiert und geübt hat und dann auf einmal diesen Lehrer beschimpft und ihn herabsetzt, nicht daran denken, dass sie all jene, die durch diese 8 Schüler quasi dazu gebracht worden sind, das Vertrauen in den Vajrayana zu verlieren, das Vertrauen in die buddhistische Lehre zu verlieren, das Vertrauen in die Lehren, also in die Lehrreden großer Meister und Meisterinnen, das Vertrauen zu verlieren, den Leuten ist nicht klar, dass sie all die Leute in einen 100.000-fachen, ja 1 Millionen-fachen Tod schicken. Das heißt also, jedes Wesen, das eigentlich Vertrauen und Zuversicht in die Lehre des Buddhas entwickelt hätten, jagen sie alle in die Abgründe, so weit in die Welt des Leidens, dass sie keine, so gut wie keine Chance haben, eben da rauszukommen, wo sie Jahrmillionen eben im Leiden gefangen sind. Also jeden, den wir uns durch unsere ignorante, dumme Dämlichkeit dazu bringen, Leuten wie Tsongkhya-Khenpa Rinpoche, Kanro Rinpoche, dem 17. Karmapa, Chamon Khondo Rinpoche, Thasita Rinpoche, Sakya Trinzin und so weiter, also all die ganzen großen Lehrer, denen zu misstrauen und dann zu denken, dass sie sind nur hinter Geld und Macht her. Und dass sie dann von einem Guru zum nächsten machen, Guru-Hopping nennt man das, ne? Man springt von dem einen Guru zum anderen und immer nur auf der Suche nach Selbstbestätigung, Selbstwichtigkeit, ne? Wo man das Gefühl hat, ja, man ist ganz vorne am Tisch dran. Ne? Ich erinnere mich, in den 80er Jahren, ne, hatten wir eine Person, die meinte, dass sie eine ganz engere Schülerin ist von Thaisito Rinpoche und sie meinte von uns, wir müssten auf sie hören, sie würde quasi die ganzen Besuch organisieren. Da hatten wir ihr mitgeteilt, der ist schon organisiert, da gibt es nicht mehr zu organisieren. Und die Frau so verletzt war, dass sie meinte, sie müsste ihren Zufluchtsnamen zurückgeben an diesen Lehrer, an Thaisito Rinpoche. Das heißt, dass wir überhaupt auf die Idee kommen, so zu handeln und zu reagieren, bedeutet, dass wir von Anfang an überhaupt kein Buddhist werden wollten. Wir wollten etwas
Exotisches sein, wir wollten etwas Besonderes sein, aber wir wollten nie den Pfad des Buddhas gehen. Und es ist nicht nur eine Person, es sind 20, 30, sehr wahrscheinlich hunderte von Personen im Westen, die diese Chance, diese einmalige Chance für sich und für all die Wesen, die mit ihnen verbunden sind, quasi verworfen haben. Also auch die Leute, die mit mir verbunden sind und die stinkig sauer auf mich sind und Hass und Zorn gegen mich entwickelt haben, ja, da kann ich machen, was ich will. Wenn sie sterben, wird dann nicht eine Situation dadurch entstehen, dass ich ihnen helfen kann. Da kann ich machen, was ich will. Weil sie ja jetzt schon der Meinung sind, dass das, was ich sage, ziemlich dämlich ist. Also wird es ihnen nicht helfen. Es wird sie noch mehr Probleme bringen. Und wenn wir hier so an Lamas denken, wie Lama Dava, Lama Kunga Dorje, Lama Tempel, Lama Kelsang Bangdi, Lama Söhne, Lama Tempel Geisner aus Hamburg und so weiter. Wenn wir an all diese Lehrer denken, die ihre Heimat verlassen haben, die ihren ganzen Zeit und Anstrengung gegeben haben, dass wir den Pfad des Buddhas gehen. Diese ganzen Lamas haben uns vertraut, dass wir das, was sie sagen, auch so aufnehmen, wie sie das gesagt haben. Aber wir haben uns entschlossen, das nicht zu machen. Ein wunderbares Beispiel von dem Nicht-Verstehen, wie wir Westler eigentlich drauf sind, wie ignorant wir sind, ist nämlich dieses Buch von dem von Sonsekhen Tsarenpoche, wo es dann heißt, was macht dich zum Buddhisten oder was macht dich nicht zum Buddhisten, wo er eigentlich Sachen ausspricht, die wir überhaupt, wir können es intellektuell wiedergeben, wo wir aber keinen, also so weit sind wir gar nicht, wie das, was auf eine Art Sonsekhen Tsarenpoche denkt, dass wir sind. Ich habe das so extrem festgestellt. Sie hatten einen Film über Tsongkhapa Rinpoche gemacht. Und zwar hieß der die Worte meines perfekten Lehrers. Und darin haben sie einen Film gemacht und dann kommen dann die Schüler von Tsongkhapa Rinpoche zu Wort, die sich als Schüler sehen. Und dann heißt es, da erwähnt er hier vier Punkte, die einen zum Buddhisten oder nicht zum Buddhisten machen. Ne? Und da heißt es, ne, wenn wir nicht akzeptieren können, dass alles zusammengesetzt auseinanderfällt und dass wir denken, dass es da irgendetwas gibt, was dauerhaft ist, dann sind wir kein Buddhist. Wenn wir nicht verstehen, dass alle Gefühle Leiden sind, wenn du denkst, dass Gefühle irgendeine Art von Vergnügen ist, dann bist du kein Buddhist. Wenn du nicht akzeptieren kannst, dass alle Erscheinung illusionärer und leerer Natur ist und dass du da eben von überzeugt bist, dass es eine innewohnende Existenz gibt, dann bist du kein Buddhist. Und wenn du davon überzeugt bist, dass eben Erleuchtung existiert in der Sphäre von Zeitraum und Kraft, dann bist du auch kein Buddhist. Und so heißt es, ne, was macht dich zum Buddhisten? Es kann sein, dass du in einem buddhistischen Land geboren bist oder in einer buddhistischen Familie. Es mag sein, dass du keine Roben trägst und deine Haare geschoren hast. Es kann sein, dass du Fleisch isst und deine Idole Eminem und Paris Hilton sind. Das ist nicht das, was bedeutet eben dass man deswegen kein Buddhist sein kann. Also um wirklich ein Buddhist zu sein, müssen wir akzeptieren, dass eben alle Dinge vergänglich sind, dass Gefühle Leiden sind, dass es keine existierende Existenz gibt, also eine
etwas Festes, Existierendes gibt und zu verstehen, dass geistige Befreiung oder Erleuchtung ist jenseits von Konzepten. So, ne? Das ist dieses Buch, was Dongtsen Kenzen Rinpoche für die Westler geschrieben hat, ist die Grundvorstellung ist da, dass wir Zuflucht genommen haben. Aber ich sage ganz ehrlich, mein Eindruck in den letzten knapp 40 Jahren ist, dass es für die Lamas und Rinpoches wahnsinnig schwierig ist zu begreifen, dass wir im Westen nicht Zuflucht genommen haben. Wir sind Sympathisanten von der Idee der Lehre des Buddhas geworden, aber das ist es auch. Das zu verstehen, was zum Beispiel in den 80er Jahren die Lamas und Rinpoches immer wieder gemacht haben, sie haben von Höllen gesprochen und dann waren die Leute frustriert. Und dann haben irgendwann die Lamas und Rinpoches aufgehört, Unterweisungen über Höllen zu geben. Und dann haben sie eben über die anderen Dinge gesprochen, aber nicht mehr über die Höllen. Hier heißt es zum Beispiel, man sollte darüber meditieren, also kontemplieren, bezogen auf den kostbaren Menschenkörper, die Vorteile zu sehen, die diese wirklich seltene menschliche Existenz mit den 8 günstigen Bedingungen und ihren 10 segensreichen Eigenschaften hat. Also zu sehen, dass es diesen Menschenkörper, den wir jetzt entwickeln können, diesen kostbaren Menschenkörper, dass er viel kostbarer ist als ein wunscherfüllender Edelstein. Ne? Und dann gibt es im Unterschied zu uns Wesen, die in den 8 unvorteilhaften Existenzständen in folgender Weise Benachteiligung ausgesetzt sind. Höllenwesen leiden ohne die geringste Unterbrechung an Hitze und Kälte. Geister werden von Hunger und Durst gequält. Tiere sind dumm, verwirrt und zu keinerlei Verständnis oder Wissen fähig. Barbaren, die in jenen zahlreichen Grenzgebieten geboren werden, welche vom Dharma unberührt bleiben, welche die Zahl der buddhistischen Länder bei weitem übertreffen, können den Dharma nicht verstehen. Ja, unser Land, Europa, die westliche Kultur, ist eine barbarische Kultur. Sie kennt kein Mitgefühl, sie hat kein Verständnis wirklich für liebende Güte, sondern sie plappert es, lebt es aber nicht. Unser Barbarenland ist dermaßen von Dumpfheit, Trägheit und Ignoranz durchzogen, dass wir das so gut wie gar nicht haben. Aber trotzdem, durch den Wandel auf der Erde, führt es dazu, dass der Dharma auch in das Land der Barbaren gekommen ist. Und hier hätten wir jetzt diese Chance, aus unserer Existenz etwas viel Kostbareres zu machen als einen wunscherfüllenden Edelstein. Dann andere Wesen, ne, die eben auch mit dem Dharma nichts anfangen können, das sind langlebige Götter aus den Bereichen des Verlangens, der Form, der Formlosigkeit, werden aufgrund ihrer Vorliebe für weltliche Vergnügen und Samadhi abgelenkt und haben kein Interesse an der Lehre des Buddhas. Heretiker und diejenigen, welche eine natürliche Abneigung gegenüber dem Dharma haben, halten an falschen Ansichten fest. Für diejenigen, welche, versuchen wir wieder zurückzugehen, die Heretiker und diejenigen, welche eine natürliche Abneigung gegen Dharma haben, halten an falschen Ansichten fest. Und ich muss sagen, dass ich in der buddhistischen Szene so viele Menschen erlebt habe, die eben an falschen Ansichten festhalten und daher wirkt der Dharma bei ihnen auch gar nicht. Für diejenigen, welche in einem dunklen Zeitalter geboren werden, wo kein Buddha erschien und die Eigenschaften der Kostbarkeiten nicht bekannt sind, ist die Welt ein trostloser Ort. Wir sind jetzt auf einem Planeten, in dem der Buddha erschienen ist und seine Lehre da ist. Dann heißt es hier, und das ist sogar, dass man das heute mit der Technik sogar zum Teil überwinden kann, da heißt es, Taubstumme, von denen es heißt, dass sie die Welt der Sprache nicht kennen, sind stumm und richten ihre Gedanken nicht auf den Dharma. Das stimmte für früher und für Tibet sicherlich zu, aber heutzutage mit technischen Geräten ist es ja so vielen Taubstummen möglich, dann trotzdem
eben am Leben teilzunehmen und können Dinge erkennen, verstehen und so weiter. Keines dieser Wesen ist vom Glücke ausreichend begünstigt, das den Dharma praktizieren kann. Alle werden von ihren vergangenen Taten gequält. Dies ist damit gemeint, wenn es heißt, dass es an Muße und günstiger Gelegenheit mangelt. Wenn wir sagen, keine dieser Wesen haben dieses Glück, wir haben eigentlich dieses Glück, wir sind begünstigt, wir praktizieren aber trotzdem den Dharma nicht. Wir könnten es, wir tun es nicht. Und die Tendenz, warum das so ist, ist das, was ich schon heute in dem zweiten Block und andeutungsweise auch schon im ersten gesagt habe, dass wir, sobald wir mit ganz berühmten Lehrern in Kontakt kommen, wenn wir Unterweisungen hören, dann hören wir diese Unterweisung und sind diesen Lehrern begegnet aufgrund des Verdienstes, den wir im Laufe früherer Leben angesammelt haben. Wir es aber dann verpasst haben oder uns nicht darum gekümmert haben, weiter Verdienst anzusammeln. Und das führte dann dazu, dass wir jetzt, wenn wir in der Gegenwart der Lehrer sind, den Dharma nicht verstehen können. Und das ist eben, obwohl wir das Glück haben, tun wir es nicht, weil wir einen Mangel an Verdienst haben. Und dann heißt es dann hier, ne, wir, die nicht in diesen ungünstigen Umständen hineingeboren worden sind, ne, wir haben eigentlich diese, wir haben die günstigen Bedingungen, ne, und ne, da, wir brauchen dann eben auch Situationen, obwohl wir diese Bedingungen nicht haben, brauchen wir noch weitere 16 unvorteilhafte Bedingungen, die wir auflösen müssen oder die überwunden werden müssen. Weil die fünf Geister außerordentlich stark sind, ist der Einzelne in geistiger Beziehung verwirrt. Steht er unter dem Einfluss verderblicher Gefährten? Hat er falsche Ansichten, eine falsche Praxis oder ist er anfällig für äußerste Faulheit? Ja, und da kann man sagen, ne, falsche Ansichten und falsche Praxis ist das Vipassana das und die Achtsamkeits- und Meditationsübungen, die im Westen gelehrt werden, sie werden die Leute nur vergiften, sie werden sie nicht auf den Pfad der Befreiung bringen. Ne. Der Einzelne gerät als Sklave oder Diener unter die Herrschaft von anderen, er lässt sich aus nicht religiösen Interessen auf den Dharma ein, etwa aus dem Angst vor dem Tod oder weil er keine regelmäßigen Einnahmequelle für Nahrung oder Kleidung hat oder er ist aus heuchlerischen Motiven dem Profit und Ruhm zuliebe dem Dharma interessiert. Und da müssen wir ganz ähnlich sagen, das Einzige ist, der Einzelne gerät, heißt das hier, als Sklave oder Diener unter die Herrschaft von anderen. Das heißt also, dass wir überhaupt keine Möglichkeit hätten, irgendetwas zu machen und dann man lässt sich auf den Dharma ein aus nicht geistigen Interessen. Natürlich müssen wir hier die Übersetzung korrigieren, da ist es nicht religiösen, sondern eben nicht aus nicht geistigen Interesse an den Dharma an, ne, sondern weil wir nur mitmachen, weil wir Angst vor dem Tode haben oder weil wir keine regelmäßigen Einnahmen haben, dass es uns um Kleidung und Nahrung geht, ne, oder dass wir einfach aus Profit und Ruhm zuliebe dem Dharma interessiert sind. Ne. Und dann muss ich sagen, ne, ich denke da an einen Vater, der eine Stieftochter hat und er hat zwei eigene Kinder und der als Referent oder Instruktor in einer buddhistischen Gruppierung agiert und überhaupt kein Mitgefühl für diese Tochter hat und für die Stieftochter hat und sich quasi seinen Störungsgefühlen total hingibt und derjenige, der aber Geld damit verdient und Anerkennung dadurch sammelt. Ne? Und dann sieht man, dass da eine Verbindung von Dharma-Praxis und dem Einzelnen nicht da ist. Der Einzelne hat starkes Verlangen und haftet an seinem Körperreichtum an. Ne? Da kenne ich auch jemanden, der mir gesagt hat, eigentlich weiß ich nicht wirklich, warum ich jetzt mit dem Dharma hier was mache. Eigentlich geht es mir gut und ich muss mir keine großen Sorgen machen. Ne?
da ist er eben so starke Verhaftung an Körper und Reichtum, dass er da nicht drüber nachdenkt. Ne? Wenn der Charakter ordentlich grob ist, ne, dann passiert es eben ganz schnell, dass die ganzen Handlungen leidvoller Natur sind. Ne? Ne? So sehr ein Lehrer auch die Leiden der niederen Bereiche erklären mag, lässt man sich dadurch nicht schrecken. Wie sehr der Lehrer auch den großen Segen der Befreiung erklären mag, er schenkt ihm kein Vertrauen. Ne? Also eine Person empfindet natürliche Freude an leidvollen Handlungen, ebenso da ist er dazu geneigt. Ne? Ebenso ist er dazu geneigt, den Dharma zu praktizieren, heißt es hier, so wie ein Hund dazu Lust hat, Gras zu fressen. Ihr kennt das ja, manchmal gibt es Situationen, wo auch ein Hund Gras frisst, wenn es ihm ein bisschen schlecht geht. Aber Lust hat er eigentlich nicht dazu, das macht er eben nur, wenn es ihm gerade schlecht geht. Und so ist es eben bei diversen Leuten, die der Lehre des Buddhas folgen und dann quasi wie sagt man, den Dharma benutzen, um ein Unwohlsein zu überbrücken. Und dann gibt es eben das andere, er verletzt die Wurzel seines Bodhisattva-Gelübdes und anderer Gelübde, er bricht seine heiligen Verpflichtungen seinem Lehrer und den religiösen Gefährten gegenüber. Das ist weit verbreitet in der Vajrayana-Szene, wenn dann eben die Leute anfangen, einen Vajra-Lehrer wirklich in einer Art und Weise zu kritisieren, wo ganz bestimmt nichts davon angebracht ist. Dass es da irgendwo einen Ansatz gibt, dass der Lehrer wirkliches Fehlverhalten hat, aber weil der Lehrer nicht nett zu uns ist und unsere egoistischen Sachen erfüllt, dann beginnen wir eben sehr verletzend. Und also der Lehrer ist nicht wirklich verletzt, aber in Gegenwart anderer dann eben solche kostbaren Lehren herabzusetzen. Ich muss sagen, ich habe diesen Text über den kostbaren Menschenkörper im Licht der Gewissheit schon lange, lange nicht mehr gelesen. Aber jetzt bei dem Lesen ist mir so sehr bewusst geworden, wie viele dieser verschiedenen Menschen, die da am Anfang sehr enthusiastisch sich der Lehre des Buddhas gewidmet haben und dann auf einmal in eine Situation kommen, wo sie die Lehre des Buddhas kritisieren, wo sie die Lehrer kritisieren, wo sie alles ins Gegenteil verkehren. Und dass so etwas passieren kann, davon bin ich fest überzeugt, liegt eben wirklich an dem Mangel von Verdienst und dass wir kein Vertrauen haben in die Technik, wie Verdienst erworben werden kann. Und das ist dann egal, ob wir jetzt diese 100.000 Mantren rezitieren, sie führen zu keiner Verdienstansammlung, wenn wir nicht das Vertrauen haben. Das ist dann so, als wenn wir ein Gefäß. Wir wollen was trinken und das Gefäß hat ein Loch und dann läuft das immer durch. Ne? Also wenn ich die 100.000 Mantren rezitiere und mich nicht an die Grundlagen halte, dann ist das so wie ein Loch und da fließt es durch und unsere leidvollen Tendenzen werden nicht aufgegeben. Wir geben nur den Klang von uns, wollen aber nicht wirklich anerkennen, dass wir eben in früheren Leben zum Beispiel alle möglichen Arten von leidvollen Handlungen begangen haben. Und da heißt es hier, wenn du den 16 unvorteilhaften Bedingungen ausgesetzt gewesen wärst, so hätte der Dharma keinen Einfluss auf dich nehmen können. Und beobachten wir wirklich, was eben so im Westen mit dem Dharma passiert, dann scheint es so zu sein, dass sehr viele von uns diese 16 unvorteilhaften Bedingungen haben. Die 10 segensreichen Eigenschaften des kostbaren menschlichen Geburt, die 5 persönlichen Segenssituationen sind, du hast einen menschlichen Körper erhalten, damit das Gegenstück zu den 8 unvorteilhaften Seinszuständen. Du wurdest in einem Land geboren, wo die Kraft der Worte des Buddhas verbreitet hat. Da deine Augen und die übrigen Sinnesorgane unversehrt sind, kannst du alles verstehen, was gelehrt wird, durch das Tor des Buddha-Dharma treten und nicht mit Heretikern zusammengekommen bist und deine Handlungen nicht unfruchtbar.
Du hast tiefes Vertrauen in die drei Kostbarkeiten. Also die Voraussetzung, einen kostbaren Menschenkörper zu haben, setzt voraus, dass wir ein Vertrauen in, da steht nicht Glauben, sondern dass wir ein Vertrauen in die drei Kostbarkeiten, in den Buddha, seine Lehre und die Gemeinschaft haben. Vertrauen bedeutet, dass wir dem auch folgen, was gesagt wird. Die fünf segensreichen Eigenschaften, welche man von anderen empfängt, obwohl es die häufigste zyklische Neubildung und Auflösung der vielen Bereiche dieses Universums auch für einen Buddha erschwert, dass er überhaupt jemals erscheint, so ist doch der Buddha Shakyamuni gerade in unserem Zeitalter gekommen. Obwohl Pratheka Buddhas und andere, welche nicht den Dharma lehrten, gekommen sind, so lehrt doch jetzt dieser Erhabene die tiefen und umfassenden heiligen Dharma. Das heißt, also Pratheka Buddhas haben nicht gelernt. Und sie sind zu allen Zeiten irgendwo erschienen, aber sie haben nicht gelehrt. Die Lehre des Buddhas ist nicht im Verfall geraten, sondern dauert an. Sie hat viele Anhänger, mildtätige Menschen geben Nahrung, Kleidung und andere notwendige Dinge, damit die förderlichen Bedingungen für die buddhistische Praxis aufrechterhalten werden können, an diejenigen, welche durch die Betrachtung der Wechselfälle von Alter, Krankheit und Ähnlichem dazu entschlossen sind, Samsara hinter sich zu lassen. Auf diese Weise leiden diejenigen keine Not, welche den Dharma praktizieren. An dieser Situation können wir sehen, dass es hier so beschrieben wird, als wenn wir richtig in einem buddhistischen Land geboren sind, aber wir wissen, dass es eben sehr wenige gibt. Wir müssen etwas dazu tun, dass eine Gemeinschaft entsteht und dass die Lehre des Buddhas irgendwelche Wurzeln entstehen lässt. Alle fühlenden Wesen haben eine natürliche Neigung zu schädlichem Handeln. Nur wenige handeln nützlich, selbst bei den wenigen, die die Fähigkeit zu ethischem Verhalten, das zur Erlangung eines Menschenkörpers notwendig ist, sind sehr selten. Als Folge davon sind die Wesen der drei niederen Bereiche ebenso zahlreich wie die Erdkörnchen im Boden. Während Götter und menschliche Wesen darüber hinaus äußerst selten sind, und dann gibt es kaum genügend fühlende Wesen mit menschlichem Körper, die nach dem Dharma leben und eine Gruppe samsarischer Wesen bilden könnten, weil es zu wenige sind. Es ist unmöglich, all die Insekten zu zählen, welche unter einer Steinplatte leben. Es ist jedoch möglich, all die Menschen zu zählen, welche ein Königreich bewohnen. Folglich praktizieren nur wenige menschliche Wesen den Dharma und diejenigen, welche ihn richtig praktizieren, sind ebenso selten, wie Sterne an einem Taghimmel zu sehen sind. Und wenn wir gucken, wie leicht unser Körper kaputt geht, wie vergänglich er ist, und dann nutzen wir noch nicht mal unsere Situation. Wir haben dadurch, dass wir den menschlichen Körper haben, ist es möglich, ein vollkommener Buddha zu werden. Bisher haben wir noch nicht geachtet und haben ihn nutzlos vergeudet. Und das, all das, was ich jetzt so anfangs gesagt habe, das bezieht sich darauf, diesen Tag, den Augenblick, die Jetztheit zu nutzen. Zu verstehen, dass der Körper, den wir haben, dass er wirklich so kostbar ist, dass er mit nichts anderem irgendwo im Universum zu vergleichen ist, wenn wir mit dem Vajrayana zusammenkommen, wenn wir uns an die Regeln halten, wenn wir zum Beispiel der allererste Schritt, auch wenn wir Vajrayana praktizieren, ist der allererste Schritt, ist der Schritt der eigenen Befreiung, die eigene Befreiung als Fokus zu haben. Das Ich, das Ego will nicht mehr leiden. Das ist die Theravada. Das ist Grundlagenbuddhismus. Und warum trainieren wir am Anfang diese Sichtweise? Eben, dass wir mit uns klarkommen. Was nutzt es, wenn einem versucht, einen Blinden einen Blinden zu führen? Was nutzt es, einem Erstklässler Integral- und Differentialrechnung beizubringen? Also wir müssen zuerst den Grundlagenbuddhismus. Was ist der Grundlagenbuddhismus? Das ist die buddhistische Ethik. Was ist die buddhistische Ethik? Das sind die vier edlen Wahrheiten, das ist der achtfache Pfad, das sind zu erkennen, was die Ursachen des Leidens sind. Und wirklich zu verstehen, dass die Lehre des Buddhas unvergleichlich ist. Es hat nichts mit Religion zu tun, es hat nichts mit Philosophie zu tun.
Der Buddha hat keine persönlichen Ideen entwickelt, sondern hat aus der Wirklichkeit heraus Methoden aufgezeigt und beschrieben, wie wir die Wirklichkeit unserer Existenz erkennen können. Das Betrachten, das genaue Hinsehen, das zu sehen, was bei uns wirklich passiert, das ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe besteht darin, ein Vertrauen zu entwickeln, dass wir tatsächlich etwas Kostbares haben. Und das setzt eben am Anfang voraus, dass wir sehen lernen. Also dass wir lernen, die Dinge zu sehen, wie sie sind. Und das können wir nur über die Grundlagen der Theravada-Tradition. Ohne die Grundlagen der Theravada-Tradition ist es uns nicht möglich, Befreiung zu erlangen. Und so werden wir versuchen müssen, diese Chance, die wir jetzt haben, zu nutzen. Also wenn ich an mein Leben denke, was ich ja vorhin schon gesagt habe, ich habe noch maximal 32 Jahre, dann bin ich 100 Jahre alt, also ich gehe davon aus, der Tod wird sehr wahrscheinlich früher eintreten. Und ich gehe davon aus, dass das eben so stimmt und ich habe Vertrauen darin, dass ich eben im nächsten Leben in einer Situation wiedergeboren werde, dass ich anderen Wesen helfen kann, dass diese Möglichkeit da ist. Ne? Das ist eben das, was es ausmacht, wenn man die Natur des Geistes einigermaßen verstanden hat. Ne? Dann weiß man, warum man das macht und hat das dann im Grunde genommen im Griff, damit umzugehen. So haben wir also uns entschieden, diesen Weg zu gehen, dann ist es ganz einfach, diesen Weg zu gehen. Es ist überhaupt kein Problem. Unsere Probleme entstehen ja nur, weil wir am liebsten der Idee des Ichs folgen. Und in der Theravada-Tradition wird ganz intensiv trainiert, festzustellen, dass es dieses Ich und Selbst nicht gibt. Also wir untersuchen unseren Geist, gibt es dieses Selbst? Und das wird dadurch gemacht, dass man dann ganz analytisch den eigenen Körper so weit auflöst, dass man feststellt, es gibt überhaupt kein Ich. Die Vorstellung, was ein Ich ist, ist ganz einfach nur ein einziges Wort. Ich. Es ist ein Satz. Es ist die Vorstellung, ich. Ich will. Und nur aus diesem Impuls heraus, der Trennung, ich will und ich mag die anderen nicht, aus diesem Impuls heraus entstehen alle Schwierigkeiten, die wir im Leben erfahren. Sie entstehen nicht aus äußeren Problemen. Und das ist das, was wir trainieren, lernen müssen, unseren Geist so zu trainieren, dass wir die Ichlosigkeit unserer Existenz gleich am Anfang trainieren. Und nicht denken, das können wir uns für später aufheben. Aber diese Vorstellung vom Ich ist ein Motor, der uns eben aufzeigt, wie die Dinge zu tun sind. Wie wir den Weg zu gehen haben, was wir machen müssen. Und das ist eben die Art der Meditation, wenn wir den Geist beobachten und feststellen, was ist mein Ich, was ist das Selbst? Haben wir das Ich und Selbst erkannt, dann fällt es uns nicht schwer, den Weg zu finden, dass wir Befreiung erlangen können. Die Befreiung, das größte Problem, was wir haben, ist an allererster Stelle die Ich-Fixierung. Wir müssen mindestens den Zustand erreichen, dass unser Ich nur noch zu einem Zustand eines Schleiers wird. Eben, wie man sagt, von der ersten bis siebten Bodhisattva-Stufe gibt es die Ego-Verschleierung. Das heißt, es gibt immer noch egoistische Tendenzen, somit gibt es immer noch Schleier von den Geistesgiften. Und wenn wir wirklich Arahatschaft erreicht hätten, ne, in früheren Leben ganz viel trainiert hätten, dann wäre es möglich, dass wir in diesem Leben Arahatschaft erreichen. Was zusätzlich bedeutet, dass wir diesen Weg, diesen langen Weg sind wir nicht gegangen,
Aber der Vajrayana beinhaltet die Grundmethode des Theravada, es beinhaltet das Mahayana und die Grundlagen, das sogenannte Theravada oder Grundlagenbuddhismus, ist das Fundament, es ist die Basis, es ist das Kellergeschoss unserer Dharma-Praxis. Darauf aufbaut sich die Wohnung des Mahayanas und dann zum Schluss das Dach des Vajrayanas, was dann das vollkommene Zusammengesetzte der Lehre des Buddhas ist, die eben nur immer ein Fingerzeig ist, aber es ist nicht selbst die letztendliche Wahrheit, sondern nur den Finger dahin. Sorry. Die Entscheidung, die wir zu einem kostbaren Menschenkörper treffen, ist vom Gefühl her, wenn ja, ne, wir haben ja Eindrücke und Gefühle, Zuversicht, wir haben Ängste, wir haben Hoffnung und so weiter. Wenn wir dem Pfad des Buddhas begegnen, wenn wir ihm ernsthaft begegnen, dann haben wir die Grundlage, dass wir alles überwinden können, was in unserem eigenen Geist die Ursache des Leidens ist. Wenn wir uns verändert haben, dann verändern wir die Welt. Wir verändern für die ganzen Wesen, die mit uns verbunden sind, schaffen wir einen Ausweg aus dem Leiden. Genauso, wenn wir diesen Weg verwerfen und zerstören durch unsere Irritationen, durch unser Nicht-Bemühen-Wollen, führt es unweigerlich dazu, dass wir alle Wesen, die mit uns verbunden sind, letztendlich mit in höllische Zustände nehmen. Ja. So denke ich, dass ich dann heute Abend hier das dann abschließe, diesen dritten Block, und werde morgen weitergehen mit dem Erklären zum kostbaren Menschenkörper, dass wir über Höllenzustände sprechen und dass wir uns klar machen, was das eigentlich, wie das eigentlich mit den Höllen funktioniert. Mögen alle durch diese Verdienste Allwissenheit erlangen und ihre Feinde, das heißt ihre Fehler, vernichten, um dann frei zu sein vom Meer der Existenzen, das aufgewühlt ist durch die Wellen von Geburt, Altern, Krankheit und Tod. So wie der Held Manushri, der die Dinge kennt, so wie sie sind, und auch wie Samanabhadra werde ich, ihrem und dem Vorbild aller Buddhas und Bodhisattvas folgen, studieren und alle diese Verdienste vollkommen widmen. Mögen alle Wesen durch diese heilvollen Handlungen die Ansammlung von Verdienst und ursprünglicher Bewusstheit vollenden und die aus der Ansammlung von Verdienst und ursprünglicher Bewusstheit entstehenden beiden wahren Körper eines Buddha erlangen. Möge mit dem Segen des Erlangens der drei Körper eines Buddhas, dem Segen der unwandelbaren Wahrheit, Dhammata, und dem Segen der vollständigen Zusammenkunft des Sangha, indem wir auf diese Weise widmen, unsere Wunschgebete in Erfüllung gehen.